Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter Radio. Liebe Hörerinnen und Hörer, manchmal macht es Sinn, Dinge ganz anders zu tun. Kari Ochsner ist so ein Fall. Der Industrielle in fünfter Generation stellt höchst erfolgreich Wärmepumpen her. Und er macht das auf eine, nun ja, durchaus, zumindest für österreichische Verhältnisse, unorthodoxe Art. Frauen hat er am liebsten in Führungspositionen und für die muslimischen Mitarbeiter gibt's die Würstchen halal beim Firmenfest. Warum Kari Ochsner diesen Weg gewählt hat, hat er mir, Eva Konzett, bei der letzten Falter Arena am 26. Mai im Wiener Stadtsaal erzählt. Hören Sie nun einen Mitschnitt des Gesprächs. Wenn man in der niederösterreichischen Gemeinde Haag aus dem Zug aussteigt, so ein bisschen auf der Anhöhe gegenüber, dann sieht man zwei imposante Gebäude. Das eine ist rechts die Pfarrkirche des Ortes, dem Erzengel Michael geweiht, mit Grundfesten aus dem 11. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert hat man Turm und Kirchenmauern ausgebaut gegen die Reformation, gegen das Neue. Und links davon sieht man das Stammwerk des Wärmepumpenherstellers Ochsner in roten Lettern. Und da im obersten Stock oder im zweiten Stock ist Ihr Büro, Herr Ochsner. Sie haben mir vorhin erzählt, Sie waren auch als Schüler im Schülerkabarett. Das ist aber nicht der Grund, warum wir Sie eingeladen haben. Schade. Sondern Sie sind Unternehmer in fünfter Generation. Sie stellen Wärmepumpen her. Sie sind Mitglied der katholischen Studentenverbindung. Das muss ich ablesen. Siegfriedia, Couleurname Marc Aurel. Sie amtieren als Aufsichtsrat in der ÖBAG. Dorthin beschickt einst von den Freiheitlichen. Und Sie haben vor einem Jahr, als ich gesagt habe, ich würde gern kommen und ein Porträt über Sie schreiben, sofort gesagt, bitte kommt zu uns, der Falter ist willkommen. Das ist auch ein bisschen jetzt die Gegeneinladung. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Dankeschön. Sie haben damals zu mir gesagt, eben in Haag, in diesem Hauptsitz links neben der Kirche, dass die Amerikanerin Anne Mulcahy ihr großes Vorbild sei. Sie war Vorständin bei Xerox. Das hat jetzt einmal mit Wärmepumpen wenig zu tun. Wie kommt es zu diesem Vorbild? Na, ich war ja, bevor ich in das Familienunternehmen eingestiegen bin, 10 Jahre bei Xerox tätig in Deutschland. Und auch dort gab es sehr schwierige Zeiten. Und wie es besonders schwierig geworden ist, also kurz vor Chapter 11, also Gläubigerschutz in Amerika, hat sich kein Mann mehr gefunden, das Unternehmen noch leiten zu wollen. Also die haben sich dann alle schön zurückgezogen. Und damals war seine Frau, Anne Mulcahy, die war Personalchefin, war die einzige, übrigens auch, glaube ich, 4 Kinder, die einzige, die gesagt hat, ich mache das jetzt. Und die hat das Unternehmen damals in unglaublich beeindruckender Art und Weise zurück an die Spitze gebracht, mit zwei Dingen. Erstens einmal mit einer unglaublichen Disziplin. Das sehe ich auch in meinem Unternehmen sehr oft, dass also wenn es wirklich schwierig wird, und ich möchte Männern jetzt nicht zu nahe treten, aber Frauen einfach viel besser geeignet sind. Ja, wir haben heute schon über die Geburt gesprochen. Ich glaube, da kommt das auch her. Ja, ich war selber ja auch 3-mal dabei bei der Geburt meiner Kinder und kann da wirklich nur größte Bewunderung für alle Mütter zeigen. Und das war halt auch in solchen Situationen, bewahren sich die Kontrolle, und das war auch mit einem MRK so. Und sie hat sich sehr stark auf die Kunden konzentriert, also sie ist sehr stark rausgegangen, hat mit Kunden gesprochen, was es braucht. Ja. Und sie hat auch eine irrsinnige Nähe zu den Mitarbeitern aufgebaut und eine irrsinnige Wertschätzung. Dadurch ist niemand von Bord gegangen. Und das hat das Unternehmen damals wieder zurück an die Spitze gebracht. Das hat mir als junger Mann irrsinnig imponiert. Ja, natürlich, wahrscheinlich auch, gerade wenn man so Anfang 20 ist, glaubt man halt als junger Mann kräftig, die Männer wissen es alle besser. Und da war das eine ganz wichtige Lehre für mich, dass es so nicht ist. Wir haben Sie auch eingeladen unter diesem Slogan, dass es manchmal ganz gut ist, wenn man die Dinge ganz anders macht. Bei Ihnen im Unternehmen sind jetzt sehr viele Frauen in Führungspositionen.
Ja, das ist ja nicht ganz anders. Es sollte ja viel mehr sein. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich zitiere jetzt nicht die Statistik. Ja, aber es sollte noch viel mehr sein. Es kommt ja Gott sei Dank auch immer mehr. Und das ist eben hat auch bei uns nichts mit Quoten zu tun, sondern rein auch aus sagen wir mal, eine cleverer Entscheidung, weil wir einfach damit viel erfolgreicher sind. Das ist genauso wie bei gezielter Migration. Also wir beschäftigen bei uns über 20 Nationen im Unternehmen und das macht uns stärker. Diversity ist ganz ein wesentlicher Hebel für den Erfolg. Und da gehören natürlich Frauen auch dazu. Ja. Sie haben gesagt, wenn es keine Zuwanderung gäbe in Österreich, dann könnten Sie und Ihr Unternehmen in 2 Wochen zumachen. Ich glaube gar nicht, dass es 2 Wochen halten würde. Ja, weil wir haben alleine wir produzieren ja 90% unserer Wärmepumpen in Niederösterreich. Und dort haben wir also sicher mindestens über 60% sozusagen Nicht-Österreicher an den Linien und in der Fertigung. Und Sie können sich selber vorstellen, wenn die morgen nicht mehr da wären, wie lange das aushält. Das geht genauso lange, die Lager voll sind. Und selbst die könnte ich nicht bedienen, ja, weil da brauchen wir die natürlich auch. Und aber auch in der Entwicklung und auch im Management haben wir ganz viele sozusagen starke Kräfte aus der ganzen Welt. Und die brauchen wir auch dringend. Also es ist nicht machbar. Bei den Firmenfeiern sind Ihre Würste teilweise halal. So sieht's aus. Teilzeit ist auch kein Problem. Also das ist ja wieder eine spannende Diskussion, weil da kommt jetzt ein bisschen das industrielle Thema auch rein, über das wir vielleicht auch noch sprechen werden. Sprechen wir gleich darüber. Also bei Frauen ist es natürlich sehr willkommen, weil wir sehr viele Mütter haben, die Gott sei Dank wieder zurückkommen. Und also ich glaube, wir haben kaum Mütter, die nicht mehr dann bei uns arbeiten wollen. Wir finden noch ganz gute kreative Modelle, dass die wirklich also auch dann 20 Stunden und auch viel Homeoffice machen können. Das war auch schon vor Corona so. Das ist uns ganz, ganz wichtig, weil die also ihrer wesentlichen Rolle in der Gesellschaft als Mütter gerecht werden können und auch bei uns dann einen riesen Beitrag leisten. Ich sage mal, bei den jungen Männern ist es so, dass es natürlich jeden vergönnt ist, so viel Freizeit wie möglich zu haben. Aber wir stehen natürlich auch stark im internationalen Wettbewerb. Ja, also wir exportieren ja über 80% unserer Produkte ins Ausland. Das heißt, ich kann mich nicht nur sozusagen auf das österreichische Umfeld konzentrieren. Und da brauchen wir einfach auch die Männer, die sozusagen wirklich Vollzeit arbeiten, weil natürlich mit nur Teilzeitkräften ist es schon also auch komplex. Und da würde ich mir schon wünschen, dass da noch ein bisschen mehr auch wieder sozusagen auch Karrieremut und so da ist. Ja, also ich verstehe das gut, wenn einer sagt, na, ich möchte es nicht machen, ich möchte viel Freizeit haben, ist auch völlig in Ordnung. Aber es ist schon wichtig, dass wir verstehen, gerade in der Industrie, und wir wollen die auch hier halten, dass wir natürlich auch die Arbeitskräfte brauchen, weil die künstliche Intelligenz und die Roboter können nicht alles machen. Jetzt sag ich als Vollzeit arbeitende Frau zu Ihnen, ich brauche dringend den Vater in Teilzeit, weil sonst funktioniert es nicht. Haben wir, ist auch wie gesagt, es ist sowieso alles freiwillig, ja. Aber ich bin halt jemand, der sehr auch wirklich ein Klimaschützer ist, ja. Und ich glaube einfach daran, und das war auch der Grund, warum ich mich da zu diesem Präsident der Industriellen Vereinigung mehr oder weniger zwingen habe lassen, ja. Weil ich einfach wollte, dass wir kämpfen für eine nachhaltige Industrie. Und die Industrie und die Produktion in Österreich ist bereits eine der umweltfreundlichsten auf der Welt. Und gerade wenn es um Klimaschutz geht, geht es ja darum, dass das nicht bei den Grenzen Halt macht. Ja? Und je mehr in Österreich produziert wird, nicht desto mehr können wir auch Wohlstand und Arbeitsplätze schaffen, sondern desto besser ist es auch fürs Klima. Und wenn wir natürlich hier Bedingungen haben, die international dann nicht mehr im Einklang sind, dann müssen die Unternehmen, die Produktionen, da geht es nicht um die Steuern. Die Steuern sollen ruhig hier gezahlt werden fürs Bildungssystem, Gesundheitssystem, Sicherheit, ganz klar. Aber wenn die Fertigungen ins Ausland wandern, ja, dann ist das übrigens auch nicht nachhaltig, ja. Und haben wir jetzt auch sehr gut gesehen bei Lebensmitteln und auch bei dem Festival, wo man ja versucht, lokal einzukaufen. Es ist nicht nachhaltig und es ist auch eine wirkliche Gefahr für den Sozialstaat und das sollten wir gemeinsam verhindern. Man hört ein bisschen den Chef der Industriellen Vereinigung Niederösterreich aus Ihnen heraus, der Sie seit 2023, seit Herbst sind. Sie haben gemeint, man musste Sie dazu überreden. Wie macht man das? Ja, in Summe ist es ja nicht immer ganz einfach, wenn man sozusagen in kein Fenster passt. Ja? Also ich passe definitiv in kein parteipolitisches Fenster, weil ich jemand bin, der mit allen spricht. Ja? Ich habe mein bestes Gespräch gehabt mit Gregor Gysi, mit Sarah Wagenknecht, die ich beide total schätze. Und da gibt es viele Dinge, wo man sich einigt und gibt Dinge, wo man halt nicht derselben Meinung ist. Ja? Und das geht mit sehr vielen Parteien so aus, es wird eben zu weit auf dem Rand, extrem links oder rechts, das lehne ich natürlich ab. Ja? Aber alles, was in der Demokratie ist, muss man drüber sprechen. Und ich will auch einen Beitrag leisten natürlich. Ja? Und es ist nicht ganz einfach, wenn du jetzt nicht klassisch aus irgendwelchen SPÖ, ÖVP, klassischen Umfeld kommst und dort groß geworden ist. Und es ist vor allem ganz schwierig, ein Klimaschützer zu sein in der Industriellen Vereinigung.
Weil, und ich muss auch sagen, ich kann es mir dann auch nicht leicht machen, weil was ist das Erste, was einer sagt? Er sagt, na klar, du bist für den Klimaschutz, weil du verdienst Geld mit Klimaschutz. Was übrigens auch nicht stimmt, weil wir seit 1978 Wärmepumpen bauen und da wissen wir selber, da war der Klimaschutz noch eher eine Minderheit und da ging es um Kosten sparen, Energiekosten sparen und ich freue mich auch überhaupt nicht über eine Ukraine-Krise, wo dann da die Energiekosten steigen und wir dann sozusagen panikartige Käufe haben. Wir wollen überhaupt nicht davon Nutznießer sein und die Industrie aber braucht zum Beispiel auch Gas, ja, bis es Alternativen gibt. Ja. Und jetzt kann ich natürlich sagen, als Wärmepumpenhersteller, in der Heizung brauche ich es nicht. Aber wenn ich heute die Föst sehe in Linz, die natürlich und andere Stahlbetriebe oder Papierindustrie, die brauchen einfach noch das Gas, bis der Wasserstoff da ist. Ja. Und ich glaube, da versuche ich einfach eine Balance zu halten zwischen realistischen Zugängen, aber trotzdem sozusagen, also ich mag das überhaupt nicht, das Wort zum Beispiel technologieoffen. Weil technologieoffen heißt immer, für sehr viele, wir machen so weiter wie bisher. Ja, und da widerspreche ich auch und dann kriege ich Kritik natürlich. Ja. Oder wenn dann der Kanzler sagt, wir sind ein Autofahrerland, sagen wir, wir sind kein Autofahrerland. Ja. Ich zum Beispiel nicht. Ja. Und in China, ja, das ist, wo ich sehr viel bin, da reden sie darum, dass wie man innerhalb von 20 Minuten ein Auto mit Strom ladet, das dann 1000 Kilometer fährt und bei uns versucht man, mit Gewalt am Verbrenner festzuhalten. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wie beliebt ich mich da mache in konservativen Kreisen mit diesen Ansätzen. Aber das Schöne ist, in der Demokratie, ich bin nun mal gewählt und jetzt sitze ich noch 3,5 Jahre dort und dann schauen wir, was die Kollegen sagen. Ja. Okay. Das klingt ein bisschen nach Drohung. Ja, ich weiß nicht, auf keinen Fall. Wir nehmen es als Verheißung. Herr Ochsner, fünfte Generation, das Unternehmen kommt eigentlich aus dem Kesselbereich. Ihr Vater hat eben schon Wärmepumpen hergestellt. Er wurde damals, das haben Sie mir erzählt, als Spinner verlacht in den 70er Jahren. Wie ist es denn jetzt, wenn Sie das an Ihrem eigenen Unternehmen versuchen nachzuzeichnen, ist es denn einfacher geworden in Österreich mit, sage ich jetzt einmal, den unorthodoxen Ideen auch voranzukommen oder nicht ganz so anzuecken? Ich glaube, es war immer nicht einfach. Also natürlich, heute muss man das Thema Wärmepumpe den wenigsten noch erklären. Dafür hat es eine unglaubliche Konkurrenz. Also gerade die ganzen Firmen, die früher das belächelt haben in der Heizungsbranche, produzieren jetzt mittlerweile alle auch Wärmepumpen. Gerade aus Asien kommen sehr viel Klimaanlagen, die ja auf derselben physikalischen Technologie beruhen. Und da versuchen wir einfach hinzuweisen, dass wir natürlich hier in Österreich produzieren, dass wir da auch hier die Arbeitsplätze schaffen, die Steuern zahlen, auch und mit hoher Qualität und langer Lebensdauer der Produkte punkten wollen, ähnlich wie alle meine Vorredner. Übrigens, Fäkalien sind eine super Wärmequelle für Wärmepumpen. Man könnte theoretisch 10% aller Großstädte alleine mit sozusagen den Abwässern problemlos auf der Welt heizen. Das ist ein Riesenpotenzial. Man muss vielleicht jetzt eine Zahl einwerfen. Man sagt immer in der Wirtschaftsberichterstattung, tut's nicht so viel mit Umsätzen und so, weil das ist dann wenig greifbar, aber es sind doch 130 Millionen Euro im Jahr, die Sie an Umsatz machen. Sie haben den Umsatz verdreifacht in wenigen Jahren. Das sei dazu gesagt. Sie haben den Klimaschutz angesprochen. 2019 war so eine Zäsur, Fridays for Futures waren auf allen Straßen, irgendwie es kam bis in die Chefetagen an, dass etwas getan werden muss. Es sind dann auch die Grünen in die Regierung gekommen in Österreich, ein bisschen später auch in Deutschland. Und irgendwie hat man das Gefühl, so das Momentum ist ein bisschen verloren gegangen. Fridays for Future ist nicht mehr so präsent. Die Grünen, schauen wir, was im Herbst passiert. Robert Habeck, großer Hoffnungsträger in Deutschland, steht schwer unter Druck. Mit Lena Schilling haben jetzt die Grünen eine Spitzenkandidatin mit ihren eigenen Problemen. Der Green Deal wird auf europäischer Ebene verwässert und schon sprechen alle wieder vom Verbrennungsmotor. Eben der Herr Lopatka, der Europa zum Weltmarktführer für den Verbrennungsmotor machen möchte. Was auch immer das heißt. Wird er nicht weit kommen, ja. Aber ist das jetzt gerade so eine Gemengelage, wo der Klimaschutz ein bisschen wieder abgesagt ist?
Also das ist ja eine ganz gefährliche Entwicklung. Also wir hatten jetzt gerade letzte Woche den Partnerkongress, wo die unsere größten Kunden in Linz eingeladen waren aus aller Welt, und da habe ich das auch präsentiert. Also die Entwicklungen sind extrem besorgniserregend, und durch natürlich die Ukraine-Krise, durch Corona ist da viel auch sozusagen aus dem Fokus geraten, und die Weltmeere sind so warm wie nie zuvor, die Meeresspiegel so hoch wie nie zuvor, das Eis schmilzt in Rekordzeit. Ja, alleine wir hatten jetzt einen, bin auch begeisterter Bahnfahrer, ja, und hat mir der Herr Matthä erzählt, dass er so gerade im letzten Jahr nur in Niederösterreich 97 Mal die Schienen gesperrt worden mussten wegen extremen Wettereignissen. Also es kommt komplett an. Und er muss es wissen, er ist der Vorstand und der ÖBB. Er ist der Vorstand der ÖBB, er muss es wirklich wissen. Ja. Und das ist eine unglaublich problematische Entwicklung. Ich warne wirklich davor, das auf die leichte Schulter zu nehmen, weil es geht dann auch immer ums Geld, aber natürlich das Geld, was uns das kosten wird als Gesellschaft, dass wir da investieren müssen für den Klimaschutz, ist ein Bruchteil von dem, was es uns kosten werden würde, der Welt, wenn wir das nicht in den Griff kriegen. Ja, also wir haben ja einmal über 1,5 Grad gesprochen, manche reden jetzt über 2, aber es geht momentan Richtung 3 Grad. Ja, und das sind Dinge, das wird alles, was wir, und ich möchte niemand Angst machen, aber das wird alles, was wir je erlebt haben, in Schatten stellen. Und wenn Sie zum Beispiel jetzt über Grüne reden oder Umweltschutz, also meine Tochter, die ist jetzt 14,5, jedes Mal fragt sie mich, wie nachhaltig ich lebe. Ja? Also ob der Müll getrennt wird, ob wir ein Elektroauto haben, maximal ein Hybrid. Also es wird immer nur Druck gemacht, ja, auf Tiere. Deswegen müssten wir auch dem Lobatka und anderen sagen, das stirbt einfach aus. Die Jungen, ja, die werden das nicht akzeptieren. Die werden sich übrigens keinen Verbrenner kaufen, die werden sich keine Ölheizung kaufen. Viele machen ja gar keinen Führerschein, weil sie sagen, Autos ist mir überhaupt nicht mehr wichtig. Also das heißt, wenn du heute auf diese Konzepte setzt, wirst du abgewählt. Ja. Und das ist halt auch etwas, was ich den Grünen immer sage, und ich habe ja auch da immer Kontakt mit der Frau Bundesministerin Gebessler und anderen. Man muss schauen, dass man auch auf diesen Inhalten bleibt, ja, weil ich glaube, das erwarten sich die Leute von den Grünen, dass man auch wirklich beim Klimaschutz und bei diesen Inhalten bleibt und vielleicht nicht zu sehr in andere Dinge ausschweift. Das ist sicher nicht immer einfach in einer Koalition. Und zu Lena Schilling ist zu sagen, schauen Sie, also erstens einmal müssen wir sowieso aufpassen als Gesellschaft, dass wir nicht immer davon außen urteilen, und auch müssen auch die Medien aufpassen, dass sie nicht zu sehr verurteilen Menschen, ja, weil wir brauchen ja Politiker. Also ich würde niemals in meinem Leben Politiker werden wollen. Niemals. Auch ja. Nicht bei der Sonja Jöchtl? Ausbildung mache ich gerne. Ja. Aber ich möchte es dann nicht durchziehen, weil wenn du Kinder hast, ja, wenn du in der, du wirst ja da mit Dingen, und das gilt übrigens auch für alle Parteien, da müssen wir auch fair bleiben, das ist für jeden ein hartes Geschäft. Und wir wollen andererseits junge Damen haben, wie die Lena Schilling, die sich da in das Gefecht schmeißt. Also ich kann Ihnen sagen, mit 20 habe ich auch so viel Blödsinn geredet. Ja? Wenn das damals alles aufgezeichnet worden wäre, da sitzt ihr jetzt nicht hier. Ja? Und was macht das jetzt mit diesem jungen Mädchen? Natürlich kann man ja sagen, du schau her, bleib bei der Wahrheit, du bist auch Vorbild für die Jugend, ja, bleib bei der Wahrheit, aber es sollen auch private Dinge privat bleiben, und ich meine, das sollte auch wirklich so sein. Und natürlich das Einzige, was man sich schon überlegen muss als politische Partei grundsätzlich, wie früh schicke ich solche jungen Talente in was für eine harte Arena? Ja, weil da gibt's natürlich... Man kann sagen, die Grünen haben nicht von der ÖVP gelernt. Ja, ich glaube, es gibt in jeder Partei gute und Ideen. Und über 10 Jahre in Deutschland gelebt, da hätte ich natürlich Gerhard Schröder gewählt. Ja, Angela Merkel hat bis zum Schluss nur gelebt von dem, was Gerhard Schröder in Deutschland gemacht hat. Ja, Kreisky ist erwähnt worden, Visionär, aber auch Kreisky hat auch von Leistung gesprochen. Der hat gesagt, okay, Aufstieg durch Leistung. Ja, also der war auch ein Realist. Also man sollte da sehr, sehr breit aufgestellt sein mit den Meinungen, das ist dann nicht immer einfach, weil man natürlich keine Fans hat, ja, weil dann jeder sagt, naja, eigentlich der ist aber nicht einer von uns, den lassen wir lieber, ja. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wie gesagt, sollte man froh sein, wenn Leute wie die Frau Schilling sich da das antun, ja. Ja, das ist eine. Die aktuellen Umfragen zumindest sagen jetzt keinen Einbruch der Grünen bei den Europawahlen voraus, das sei noch mitgeschickt. Herr Ochsner, wir haben heute schon vom Sinnbild des Sisyphos gehört. Laut Albert Camus muss man sich ja Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.
muss man sich Kari Ochsner als glücklichen Menschen vorstellen? Also ich habe ja von Matthias Strolz wieder was gelernt heute, aber ich kann schon für mich sagen, dass ich im Laufe bin jetzt 50 und ich habe schon viel abgeworfen von dem Ballast. Ja, also das das ist vollkommen richtig. Also wenn man die Erwartungshaltung von anderen einen selbst sozusagen abwirft, mir geht es um meine Kinder, also ich möchte, dass die mal sagen, er war ein guter Vater. Er hat sich für irgendwas eingesetzt, am besten auch für diesen Planeten. Und das ist eigentlich das Einzige, was mich wirklich glücklich macht. Und ich hoffe, dass ich möglichst gesund bleibe, dass ich auch noch meine Enkel und alle miterlebe. Und das ist eigentlich meine einzige Triebfeder, weil wir alle wissen, wir können nichts mitnehmen, wir können nur was dalassen. Und das macht mich glücklich, weil ich glaube, da bin ich auf einem okay Weg. Ja. Das heißt, glücklich nicht in der absurden, sondern in der optimistischen Variante. In beider. Ja, ich meine, ich war ja der schlechteste Schüler, den es gibt, ja, aber Schulsprecher, ja. Und immer, wenn der Test war, bin ich zum Direktor gegangen natürlich und habe irgendwas diskutiert, Seifenspender, und war eben auch in der Kabarettgruppe. Und übrigens der Josef Hader, weil ich habe hinten das Plakat gesehen, hat uns auch trainiert und wir haben diese Schlabarett-Stücke damals, also von Dorfer und so weiter, nachgespielt. Und da habe ich auf jeden Fall gelernt, man muss auch über sich selbst lachen können. Ja, und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich selbst nicht so ernst nimmt, dann geht es einem einfach besser. Liebes Publikum, die Welt ist manchmal ein Theater, aber es ist eine Bühne auch, die man bespielen kann. Herzlichen Dank, Kari Ochsner. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Sie hörten ein Gespräch mit dem Industriellen Kari Ochsner während der Falter Arena am 26. Mai. Interviewt hat ihn Eva Konzett. Die Falter Arena geht in Sommerpause und kommt im Oktober wieder. Bis dahin aber können Sie ein Falter-Abo abschließen unter www.falter.at/abo. Das war der Falter-Podcast. Die Technik betreut heute Clara Gotzauner-Wolf. Die Signation hat Ursula Winterauer gestaltet. Ich wünsche Ihnen einen besonders schönen Tag. Sie hörten das Falterradio,